Zum 16. Mal trafen beim Auftakt der Reihe Menschen in Europa Tradition und Brauchtum aus Europa und der ganzen Welt aufeinander. Der Internationale Volksmusiktag lockte über 500 Musiker und Tänzer aus 11 Ländern sowie mehr als 5000 Besucher ins malerische Klostergelände nach Aldersbach. An zahlreichen Standorten und Bühnen im Freien lauschten Zuschauer der abwechslungsreichen Volksmusik. Im großen Festzelt überreichte Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber dem Musiker Hans-Jürgen Buchner alias Heindling den Internationalen Volksmusikpreis in der Kategorie Bayerische Weltmusik. Deine Musik, lieber Hans-Jürgen, ist quasi ein Stückel Heimat zum Mitnehmen. Quasi Heimat to go. Und das kostet immer Übergepäck beim Flieger. Dein Sound ist unser bayerischer Blues. Deine Musik, das sind unsere Wurzeln. Und sie ist im Grunde genommen wie das bayerische Bier oder eine gescheite Butterbrezen, ein Grundnahrungsmittel. Wenn man es genau nimmt, kommst du eigentlich mit drei Sachen aus. Brot zum Essen, Bier zum Trinken und Heindling als Nahrung für die Seele. Unser Preisträger vom Internationalen Volksmusiktag heute hier bei uns zum ersten Mal wird der Preis verliehen für bayerische Weltmusik. Meine Damen und Herren, Hans-Jürgen Buchner, Heindling! Das war nicht die einzige Preisverleihung des Tages. Schauspieler, Autor und Regisseur Winfried Frey zeichnete das Quartett Zech Freistil als beste regionale Volksmusikgruppe aus. Zum Dank begeisterten die vier Musiker die Festzeltbesucher im Anschluss mit ihrer handgemachten Musik. Erst sechs Steps, noch mehr Steps, noch hast Steps, noch bis Steps und dann hast Steps da, wo's keiner brauchen kann. Einen Preis bekam auch Regisseur Wim Wenders überreicht. Am 11. Oktober wurde er von Verlegerin und Menschen in Europa-Initiatorin Angelika Diekmann im Passauer Medienzentrum für sein Lebenswerk mit dem Menschen in Europa Kunst Award ausgezeichnet. Die Schauspielerin Iris Berben hielt eine bewegende Laudatio auf den preisgekrönten Filmemacher und Fotograf, dessen Ausstellung Waterworks im Atrium des Verlagshauses Vernissage feierte. Wim Wenders Blick auf die Welt ist kritisch, aber auch zärtlich. Manchmal von leiser Trauer über die Verlorenheit von Menschen in einer komplexen Welt, aber immer eine Hommage an das Leben. Er legt uns mit seinen Werken die Welt ans Herz. Wo wäre sie besser aufgehoben? Vor der Preisverleihung saß Wim Wenders gemeinsam mit der Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin der Wim Wenders Stiftung Laura Holdorf, dem Fotograf Jim Rakete und Moderatorin Tina Mendelsohn auf dem Podium. Die kurzweilige Diskussion drehte sich unter anderem um die Themen Fotografie, Film, Urheberrecht, Scheitern, Lernen und um das Bild von Europa. Denkt diese europäische Kultur in all ihren Ausprägungen, von der Musik bis hin zum Film und Gott weiß das alles. Das ist doch das Ding, was wir im Bauch haben, was wir alle im Bauch haben und was uns ausmacht. Nachdem Wenders den europäischen Blick geschärft hatte, wurde es bei der nächsten Podiumsdiskussion landesspezifischer. Der Vorsitzende der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Alfred Gaffall, sprach mit dem Ökonom und ehemaligen Präsident des IFO-Instituts, Professor Dr. Dr. Hans-Werner Sinn, dem Unternehmer und Eigentümer der Knorr Bremser AG, Heinz-Hermann Thiele, dem Rechtsanwalt und ehemaligen stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Dr. Peter Gauweiler und Moderator Gabor Steingart über das Thema »Wohin steuert Deutschland? Handelskrieg, Euroskepsis, soziale Gerechtigkeit?« Die Diskussionsbeiträge waren durchaus kritisch. So äußerte sich Professor Sinn zum Beispiel zu Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröders Reformen der Agenda 2010 und Angela Merkels Anknüpfungspunkte daran. Und diese radikalen Reformen, die er also gegen seine Partei durchgedrückt hat, die haben Deutschland vorangebracht. Das dauert ein ganzes Jahrzehnt oder länger, bis so etwas wirkt. Und Frau Merkel hat diese Reformen quasi konsumiert. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft statt.
Bayerische Wirtschaft und Politik waren auch Themen, mit denen sich Dr. Peter Gauweiler zu seiner aktiven Zeit als Politiker beschäftigt hat. Bis heute beobachtet er die Entwicklungen, auch in sozialpolitischer Hinsicht, genau. Also ich glaube, dass es jedenfalls in Bayern, jetzt muss ich mal was Positives auch sagen, ja, wenn es erlaubt ist. Ist ja nicht verboten hier. Ja, eben. Dass es in Bayern in der Relation immer noch sozial gerechter zugeht. Zufrieden mit der aktuellen Situation in Deutschland zeigte sich letztlich keiner der Podiumsgäste. Wohin steuert Deutschland? Kurs und Steuerfrau fanden wenig Begeisterung. Vermisst wurde eine klare Führung, die Europa gegen amerikanischen Protektionismus und chinesische Konkurrenz in Stellung bringt. Zur zweiten Wirtschaftsveranstaltung 2018 kam Stardesigner Guido Maria Kretschmer nach Passau. Gemeinsam mit Moderator Czernor Dzsubatai sprach er über seinen persönlichen Werdegang und erzählte spannende sowie lustige Anekdoten aus seinem Leben. Auch die Kooperation zwischen Designern und Händlern, wie Kretschmer sie beispielsweise mit dem Versandhändler Otto eingegangen ist, war ein Thema. Kann ich natürlich schlecht sagen, die Ottos halten sich erstmal die Ohren zu. Aber ich glaube, wenn man Michael Otto fragen würde, würde der sagen, der Guido, das ist ein feiner Kerl, weil der ist so ein bisschen wie ich, der ist anständig, das ist ein Unternehmer und der probiert, das Beste aus seiner Zeit zu machen. Und das ist ja dann eigentlich egal, ob man jetzt einen Konzern hat und Milliarden umsetzt, sag ich mal, oder wie ich in meinem ja auch schon gut funktionierenden Bereich. Aber trotzdem. Und das ist, glaube ich, diese Verbindung. Und das will ich damit nur sagen, das ist dann eben manchmal auch der Auslöser, um zu sagen, mit den Leuten kann ich das machen. Die Geschichten des Designers kamen bei den überwiegend weiblichen Gästen im Medienzentrum sehr gut an. Es wurde viel geschmunzelt, gelacht und laut geklatscht. Am Ende versprach Guido Maria Kretschmer den Gästen auch noch, eine Folge seiner bekannten Show Shopping Queen in Passau zu drehen. Können wir das Motto schon ein bisschen komplizierter machen? Ich sehe schon, so sehr gut angezogene Leute, das ist ja auch nicht überall der Fall. Ne? Also es ist keine Textildiaspora hier. Zum Abschluss gab es dann noch ein Selfie mit dem gesamten Publikum. Wunderbar, vielen Dank. Viel davon, ne? Außenwirtschaftsportal Bayern-Ukraine. Zu diesem Thema diskutierten auf dem Passauer Podium wahrlich drei Schwergewichte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Ex-Profiboxer und heutiger Bürgermeister von Kiew Dr. Vitali Klitschko. Als Ringrichter führte Moderator Klaus Strunz durch die Diskussion. Seit 2014 ist Klitschko Bürgermeister von Kiew. Die Stadt verändere sich und werde immer schöner, warb er. Kiew werde immer mehr zu einem touristischen Ziel. Heuer kommen laut Klitschko fast 3 Millionen Besucher in die rund 4 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt der Ukraine. Eine europäische Ausrichtung seines Landes ist Klitschko, das betonte er, sehr wichtig. Wir sind Ukrainer, wir sind Europäer mit unserer Geschichte, mit unserer Kultur, mit unserer Mentalität. Wir werden automatisch ein Teil von europäischer Familie sein, wenn können wir europäische Werte implementieren in Ukraine. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versprach, dass der Freistaat alles unterstütze, was vernünftig sei und die Ukraine in ihrem europäischen Bestreben voranbringe. Die Ukraine selber kann ein sehr spannender Investitionsstandard sein. Man muss ja wissen, Bayern ist ein Exportland. Also für uns ist es ja ganz wichtig zu investieren, immer wieder neue Märkte zu finden. Und wir haben eigentlich seit den 90er Jahren ein enges Verhältnis zur Ukraine. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lobte bei seinem Heimspiel in Passau die Leidenschaft, mit der Klitschko Politik als Wettkampf des Besseren betreibe. Auch er bekräftigte dabei, dass die Bundesregierung die Ukraine in ihrem Reformprozess unterstütze. Seine Anziehungskraft ist natürlich das, dass er in Deutschland bekannt ist und wir damit mithelfen können. Der bayerische Ministerpräsident im Freistaat Bayern, die Bundesregierung und auch die Medien, dass wir diesen Prozess nicht nur finanziell begleiten, sondern emotional und auch medial begleiten, um dieses junge, faszinierende Land auch an Europa zu binden.
Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema 2018 war der Austritt der Briten aus der EU, der Brexit. Auf dem Podium nahmen unter dem Motto Bye Bye Europe, der Brexit und seine Folgen, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber, der Ökonom und Wirtschaftsweise Professor Dr. Peter Bofinger, der britische Journalist und ehemalige Chefredakteur der Nachrichtenagentur Reuters, Mark Wood, und Moderator Hans-Ulrich Jirges Platz. Einig waren sich alle, der Brexit der Briten ist ein Fehler. Wir am Kontinent sagen, okay, ist ein vernünftiger Austrittsvertrag und London versinkt in politischen Turbulenzen, man kann auch sagen im Chaos. Chaos. Und das spürt darin, dass es manchmal auch verdammt schwierig ist zu akzeptieren, was passiert, wenn man die Europäische Union verlässt. Den Ausführungen Manfred Webers schloss sich auch Professor Bofinger an. Ich glaube, wir brauchen stärker ein Europa, wie Macron das formuliert, das seine Bürger schützt, das also für die Bürger da ist, das dafür sorgt, dass Sozialstandards da sind, dass Steuerdumping verhindert wird, dass die Ökologie geschützt wird. Und all das ist mit Großbritannien nicht so einfach durchzukriegen. Und deswegen glaube ich, dieses Europa, das mehr für die Bürger da ist, ist ohne Großbritannien besser zu kriegen als mit Großbritannien. Deswegen weine ich denen gar nicht so viele Tränen nach. In den Tagen und Wochen nach der Podiumsdiskussion sollte sich zeigen, ob die Experten mit ihren Einschätzungen recht hatten. Das Gespräch hätte angesichts der Brexit-Entwicklungen im November 2018 nicht aktueller sein können. Beim klassischen Kinderkonzert trat das Duo Sternschnuppe auf. Die kleinen Besucher konnten zu Beginn der Veranstaltung selbst über die Lieder abstimmen, welche Margit Saarholz und Werner Mayer anschließend bei ihrem Jubiläumskonzert auf der Bühne spielten. Es wurde getanzt, geklatscht und viel gelacht. Ein Sonntagnachmittag, der für Groß und Klein wie im Flug verging. Ein kurzweiliger Abschluss der Veranstaltungsreihe. Wie das Gegenteil von schwer. Das war Menschen in Europa 2018. Freuen Sie sich mit uns auf 2019. Mit vielen weiteren interessanten Gästen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.